So, das ist ein Moment. Der falsche Laden. Das ist der richtige Laden. Das ist scheiße. Die kommen nach diesem Tag automatisch. Das heißt, wir verkaufen mehr, als wir momentan über den Vertrag liefern können. Und wir werden auch mit den preiswerten Blumen leer laufen. Es ist 8 Uhr morgens, das kann ich nicht zulassen. Ups, beinahe die Wand gerammt. Da bin ich hängen geblieben. So, preiswerte Blumen und teure Blumen. Wir brauchen ja gar nicht viel. Ey, Lager verwalten will ich. Weiß noch, wie ich hier an den Regalen die ganzen Klamotten eingekauft habe, ey. Bist du bescheuert bei? Kannst am besten gleich im Laster kommen. Ah, wieder hängen geblieben. Ich mache heute wieder runde Ecken. Hallo Ferdinand. Ich habe so nach dem Porsche geguckt, da ich das Taxi übersehen habe und die rote Ampel. Peinlich. Auffahrunfall. So, wenn das da ist, dann müsste doch hier. Ja, ich weiß, ich dich auch. So, müsste doch hier der Blumenladen sein. In dem Spiel kannst du einfach nicht rückwärts einparken. Es kommt immer einer, der dicht auffährt, dir hinten reinfährt und dann hupt. Dachte, die Sachen wären leer. Okay. Dann habe ich sie jetzt wieder gefüllt. Alles gut. So, der ist 52, der ist 47 nochmal. Alexandra Gomez ist 52. Wird zugewiesen dem Gift Shop. Wir haben 11, das heißt, ich kann den hier rausziehen. Kann die Gomez hier reinsetzen. So. Dann gehen wir wieder auf die Mitarbeiter. Da nehmen wir wieder den hier. Packen den wieder in nicht zu nicht zugewiesen. Und schicken den wieder auf Leergang. Nicht gut, halt.
Mein Hals. Da ist was stecken geblieben, ein Frosch oder so. So. Ja. Jetzt machen die Ausbildung, dass die auch wieder bei 50 kommen, dann können wir die anderen durchschieben. So, der Laden läuft wieder, die Ware ist wieder da. Wir haben noch keinen Lieferfahrer und noch keinen hier rüber. Haben wir, glaube ich, auch morgens das beauftragt. So, mal ins Auto. Es ist immer schwierig, hier loszufahren. Muss man sich einfach mal reindrängeln, ne? Ich wollte gerade Gas geben, da ich noch drüber komme, da bremst der vor mir. So, dann parken wir mal hier. Ja, also die Sache ist halt, wie soll ich das am besten erklären? Wir sind immer noch am Anfang vom Spiel. Die meisten, die zugucken und das Spiel noch nicht kennen, die wissen noch gar nicht, wie weit das alles noch gehen kann hier. So, ja. Und wir essen mal was. Brauchen wir wieder Nahrungsmittel? Ne, wir haben noch 13. Um 13 Uhr. Wir joggen mal. Also ich warte jetzt im Prinzip, warte ich auf Anrufe, dass man Leute gefunden hat, einen Lieferfahrer, einen Logistikmanager. Was anderes habe ich zurzeit nicht zu tun, außer die Personalausbildung. Und die läuft. Da kann ich mich aktiv jetzt nicht mehr beteiligen. Und deshalb mache ich mir gerade Gedanken, was wir denn treiben können, dass die Zeit rumgeht. Weil nur ins Bett legen und schlafen ist irgendwann auch öde. Und da meine Stimmung gerade nicht die beste ist, weiß ich, sollte ich mal wieder in den Park gehen. Leider kann man die kleinen Hotdog-Stände hier, die überall rumstehen, nicht mieten und ein Geschäft daraus machen. Das wäre noch richtig geil gewesen. So für 5 Dollar oder 10 Dollar am Tag so einen Hotdog-Stand mieten und dann Hotdogs da drauf verkaufen für 3 Dollar Stück. Das wäre es gewesen. Da hätte man sich praktisch arbeitslos Ja, also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen darum. Also ich habe hier drin Bugs, die hatte ich in der Beta 8 noch nicht. Und das macht mir leichte Sorgen. Das ist beim Early Access, wenn die noch nicht geregelt sein sollten. Und das kommt so in Early Access zum Beispiel rein. Dass dann so ein paar Dinge passieren. Weil man kennt ja Steam und so, ne? Welche zum Beispiel? Na, dass meine Fußgänger sich abschalten. Die stehen einfach nur rum. Und die stehen dann auch mitten auf der Straße rum. Und dann kommen die Autos nicht weiter, weil da ein Fußgänger im Weg steht. Ja, wo bin ich jetzt hingefahren? Wo wohne ich? Da unten. Ach, da bin ich.
Und wenn du dann durch die Stadt fährst und an jeder Kreuzung stehen irgendwelche Autos, die hinter irgendwelchen Fußgängern parken, wird es mit der Zeit ein bisschen schwierig. Oder was ein bisschen Chaos macht, ist das Zuweisen von Stühlen an Computer. Du musst den Stuhl ja in der Hand haben und dann den Computer anklicken. Was ganz schwierig war, war das Abschließen von dieser Mission, weil ich diesen Schreibtisch, ich habe im ganzen IK keinen Schreibtisch gefunden, bis ich dann vorne in irgendeiner Küche einen Tisch gefunden habe, der Schreibtisch 1 hieß, den konnte ich anklicken und einladen. Alle anderen Schreibtische habe ich alles gekauft, nur nicht den Schreibtisch. Und da habe ich schon gedacht, die Mission scheitert. Also das sind so halt so Punkte, wo ich sage, also das gab es vorher halt so alles noch nicht. Gut, der IK ist neu. Da kann es passieren. Aber das Spiel war für mich bis jetzt immer besser spielbar wie manch eine Release-Version. Und ich hoffe, dass wir dahin zurückkehren. Und zwar hoffentlich bald. Weil wenn das auf Steam rauskommt und ist nicht mehr so wie in der Beta 8, Beta 7, Beta 6. Ich kenne Steam. Das geht schnell schief. Weil ich liebe das Spiel. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich will, dass das Game hier ein Erfolg wird. Multiplayer ist, glaube ich, nicht geplant. Da darf ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Da müsste ich selber in die Roadmap gucken. Weil Multiplayer mich nicht interessiert, habe ich darauf noch gar nicht geachtet. So, wir warten. Wie so häufig. Warum wird mir das eigentlich angezeigt? Wegen der Mission hier? Dass ich davor muss? Ich habe da angerufen. Komm, laufen wir schnell hin. Wie laut Steam-Seite nicht? Ach so, Multiplayer. Ja. Ne, wir können ja auch gerne mal in die Roadmap reingucken nach dem Stream. Lass mich raten, es ist am Wochenende geschlossen und es ist Samstag. Ja, überlegt wird schon, ja. Kann sein. Ja, wenn sie genug Geld verdienen, dass sie weiterentwickeln können, dann soll Koop noch reinkommen. Gaming to Sky, rated mit 3 Viewern. Vielen lieben Dank, Gaming to Sky. Ja, ich kann dir auch sagen, woran es liegt, dass es heute geklappt hat und sonst nicht. Ich habe so eine Begrenzung eingestellt. 3 ist die erste Zahl, die raiden darf. Weil ich verhindern will, dass Leute sich selber da rein raiden und damit Stream sprengen, so nach dem Motto. So, ja, wir warten auf Anrufe. Was machen wir? Fernsehen müssten wir gucken, glaube ich. Jetzt kommen endlich die Nachrichten, auf die ich gehofft habe. So, wir haben die ersten. Nee, immer noch Einkäufer. Ich suche Logistikmanager. Einkäufer habe ich schon. Mann. Und ja, Servus auch an die Raider von Gaming to Sky. Was hast du eigentlich gespielt gerade im Moment? Anno. Du hast Anno gespielt. Okay. Ich hätte jetzt mit Mad Games gerechnet oder mit Software Inc. oder mit keine Ahnung was, aber nicht mit Anno. Ah, Multiplayer.
So, die Ausbildung ist beendet. Mal wieder. Wieso steht hier eigentlich immer noch Minus? Müsste doch langsam ein Plus sein, der Laden. Mal gerade mal reingucken hier. Ja, der macht auch 800 plus. Also Geschenke 8000, Klamotten 8000, Flowerladen 800. Okay. Krönender Abschluss war heute. Habt ihr euch so richtig auf die Nase gehauen dann im Multiplayer oder wie? So, wobei Anno ist ja nicht nur, da muss man ja nicht Krieg führen. Man kann, aber man muss nicht. So, wir haben die Annie. Die Annie geht zum Giftfrei und wird zugewiesen. 50. 50. Die Naomi ist ein bisschen schwierig. Die hat nämlich eine Bedingung. Sie will keine Nachtschicht arbeiten. Also 17 Uhr, die haben gerade schon Schichtwechsel gemacht. Dann fliegt die Naomi raus und die Annie übernimmt. So, und dann können wir die Naomi mal schulen. Dass sie auch über 50 kommt, dann hören die Kundenbeschwerden auf. Und dann wird der Kundenservice besser und dann wird die Gesamtbewertung besser und dann kommen mehr Kunden und kaufen mehr ein und hoffentlich kommen wir irgendwann diesen 30 Kunden pro Stunde näher. Momentan haben wir 20. Das ist mies. Da haben wir 6 von 15. Also wir müssen ein bisschen was machen. Wir suchen immer noch einen Lieferfahrer und einen Logistikmanager. Die lassen sich ganz schön feiern. Ihr seid Schönbauer. Oh Gott. So wie ich gestern. Oh Gott. Ich überlege immer noch, ob ich einen Umbaustream machen soll. Diese Firmenzentrale. Ein Horror. 22.000 gewinnen. Na, jetzt geht's voran. Jetzt haben wir 119.000. Aber nur weil wir warten müssen, dass die Leute kommen, ne? Also wir haben dafür gesorgt, dass wir gut einnehmen. Gute Einnahmen haben. 11.000 bei Giftfrei. 10.000 beim Klamotten und 1.300 bei Flower Power. Ja. Hatten die eigentlich ihre Lieferung? Sieht irgendwie nicht aus, was die eine Lieferung hatten, oder? Wir liefern einfach am Montag nochmal an. 8 Kartons. Das bringt ja nichts. Läden kann man aufmachen. Moment, Geschäftstypen. Einen Geschenkeladen, ein Café, ein Schnellrestaurant, ein Supermarkt, ein Juwelier, ein Bekleidungsgeschäft, ein Wein- und Spirituosengeschäft, ein Florist, eine Anwaltskanzlei, eine Agentur für Web. Entwicklung und den Hauptsitz, wobei der Hauptsitz kein Geschäft ist. Das ist Management. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen. Ich meine mich zu erinnern, dass Joko was erzählt hatte, dass man sogar drüber nachdenkt, Fabriken einzuführen. Oh, wir haben Erfolg, Bankguthaben von 100.000. Das ist aber gar kein richtiger Erfolg, ein Bankguthaben von 100.000, weil, und da bin ich ganz ehrlich, wir zahlen 1.000 Negativzins.
muss die Kohle anlegen irgendwie. Aber momentan muss ich es vorhalten, weil wir müssen ja hier Leute einstellen und Krams machen. Übrigens, wir müssten mal einen Arbeitsplatz schaffen für einen Logistikmanager. Den Einstellen allein reicht ja nicht. Guck, der steht zum Beispiel auch wieder einfach nur da rum. Der idelt. Eigentlich sollte der wahrscheinlich die Straße hier entlang laufen. Und wenn der halt auf einem Zebrastreifen stehen bleibt, dann war's das. So, wir haben immer noch Einkäufer. Also hier müsste man halt Klamotten kaufen können, irgendwie. Leider ist es ja auch so, du kannst in deinen eigenen Geschäften halt gar nichts kaufen, wenn du einen Supermarkt aufmachst. Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du alle Restaurants besitzt irgendwann in der Stadt und alle Supermärkte in der Stadt besitzt. Ja? Also wenn du irgendwann mal alles besitzt in der Stadt, eigentlich müsstest du dann verhungern, weil wo kriegst du dann Essen her? Es ist, irgendwie ist das skurril, dass du in deinem eigenen Laden nichts kaufen kannst. So, was wollte ich machen? Ich wollte was machen. Ach genau, ich wollte was bestellen. Und zwar bei... Lass mich raten, ich habe nicht mit dem gesprochen. Ah, ganz schlecht. Dann brauchen wir ein Taxi. Taxi. Ja, Taxi. Stopp. Taxi. Einfach ins Auto rennen. Funktioniert immer. So, wir wollen fahren zu... Bin gerade irritiert. Dem hier. Ist er das? Ja. Zu dem wollen wir fahren. Zu dem Bürohändler. Mit dem habe ich noch nicht geredet. So, wir bestellen zu FreiHQ. Liefertag Montag um 10. Einen Schreibtisch 2, einen Mehrzweckstuhl und einen Computer. Bin gerade am Überlegen, ob wir noch mehr machen sollen. Wir könnten zum Beispiel noch einen Besprechungstisch und eine Kaffeemaschine und so besorgen. Dann können wir fast alle Wünsche erfüllen. So, das wollen wir einmal bestellen. Wobei, komm, wir wissen, was kommt. Wir machen das einfach zweimal. Und dann wird das morgen angeliefert. Auslieferungsfahrer, da sind sie. Wir warten, bis mehr reinkommen, weil ich hätte gern einen über 50. Sofern die sich überhaupt bewerben. Notfalls müssen wir ihn ausbilden. Oh, das ist gut. Da steht ein Taxi. Nach Hause. Mal schnell was essen. Den Raum hier vorne haben wir noch gar nicht benutzt. Da wollte ich eigentlich das Setup da reinstellen, aber ich glaube, das hier ist die Küche, die hat Fliesen. Und das da müsste Bad sein, wo der Kühlschrank drin steht. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Bad gibt, was man irgendwie einrichten kann. Da bin ich ehrlich. Und das hier ist eigentlich das Wohnzimmer, ne? Da
Da müssten Couch rein und Tisch rein und. Aber in der Wohnung hier, da will ich mich häuslich noch nicht niederlassen. Jetzt habe ich es gefunden, das Wort. Wir werden definitiv nochmal umziehen. Und deshalb will ich es hier noch nicht schön machen. Wir sind sowieso kaum zu Hause. Wir sind viel am Arbeiten. So. Ich überlege gerade. Wir stellen den ein. Und schicken ihn einfach auf den Lehrgang. Noch fährt er nichts. Und wenn er noch nichts fährt, dann ist das ideal, um den auszubilden. Weil wir haben noch keinen Logistikmanager. So, ganz wichtig, wir müssen mit der Fernsehen. So, der ist 51, die ist 52. Naomi ist 52. Zuweisen, giftfrei. Er fliegt hier raus. Annie rückt nach hinten. Oh Gott, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, Annie kündigt. Annie könnte kündigen. Die macht gerade Doppelschicht. Ich weiß gar nicht, ob die noch Energie hat. Oder vielleicht ist es denen auch egal, ich habe keine Ahnung. So, und der Vesper Clover ist raus. Und den holen wir uns wieder hier. Und das Vesper Wilson. So, dann machen wir den hier frei und Kundendienstschulung. Haben wir jetzt gerade zwei Leute? Ich bin gerade irritiert. Haben wir gerade zwei Leute in Ausbildung? Was machen wir mit dem? Wie, ja, den Fahrer, was? Wie meinst du das, Casey, mit ja, den Fahrer und die Verkäuferin? Also den Fahrer, den bilde ich jetzt aus, weil den können wir bei 50 bringen, bevor er einen Auftrag kriegt später. Der Vespro Clover, den müssten wir ausbilden, aber ich stelle mir gerade die Frage, warum? Und den haben wir auch noch und ich weiß nicht, wo ich den hinpacken soll. Haben wir irgendeinen Laden, wo keiner arbeitet? Bin gerade echt irritiert. Nö, die Arbeit. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Was eben, lol. Die melden sich auch krank, ja. Die melden sich auch krank. Ganz, es kann alles passieren. Blotte Klamotte. Da geht er hin. Und dann machen wir länger auf. Und dann nehmen wir den Westbrock und packen den da hinten hin. Und dann hat der Laden endlich länger auf. Jetzt kann er mal richtig Geld verdienen. Wieso verwirre ich mich gerade mal wieder selbst?
Du kannst hier 24 Stunden rund um die Uhr aufhaben und das ist überhaupt kein Problem, weil, also nur mal als Beispiel, hier kommen 8 Kunden rein. Das ist der höchste Zeitpunkt bis 16 Uhr und dann machen wir zu. Also selbst wenn wir da hinten nur noch 1, 2 Klamotten verkaufen, ist das ja immer noch okay. Aber ich weiß nicht, was Casey von mir will, dass ich mich selber verwirre. Das ist Kundendienst, eine Verkäuferin, die will ich ausbilden, die bilde ich auch gerade aus. Und den Fahrer, den bilde ich auch gerade aus. Dann haben wir alle ausgebildet. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Verkäuferin, wenn sie übrig ist? Und da habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Ich erweitere den Dienst im Klamottenladen. Ich habe festgestellt, dass ich zwei Verkäufer ausbilde und alle Positionen sind besetzt. Das war mein Problem. Da ich kurz überlegt habe, was mache ich mit denen eigentlich? Ich bilde die aus, das kostet mich Geld, bezahle denen ein Gehalt und für was?